Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Park Xenoblade Chronicles. Ich bin es, euer MC Muffix, und wir gehen jetzt nochmal hier schön in die Ausrüstung und schauen uns nochmal an, ob wir irgendwas Tolles haben, was uns vielleicht hier im... Level 8! Ey, 8 Schaden, wieso sagt mir das niemand, dass ich sowas habe? Hat sich schon gelohnt. Wir versuchen hier gerade nämlich einen kleinen, süßen, putzigen Tyrannen. Ah, Level ist zu niedrig, du bist doch blöd. Oh, jetzt, was habe ich jetzt für einen merkwürdigen Visor? Der sieht ja cool aus. Wir versuchen nämlich als nächstes hier einen Tyrannen anzugehen. Das kann ich alles nicht anziehen, oder? Ja, klar. Dieser liebe Tyrann, haben wir gehört, ist unglaublich stark und wahrscheinlich viel zu stark für uns. Aber das ist natürlich kein Problem. Wir versuchen es trotzdem und werden wahrscheinlich ziemlich auf die Nase fallen. Aber es gibt nur eine Sache, was wir machen können. Es hoffen, dass es irgendwie schon gut laufen wird. Hey, wir haben schon... Okay, wir haben noch nichts Größeres besiegt. Aber wir werden noch Größeres besiegen. Das spricht jetzt nicht gerade so dafür, dass wir das schaffen werden. Aber das ist mir... Nein, jetzt habe ich was Schlechtes ausgerüstet. Zack und zack. Boah, Leute, Elmer sieht ja so cool aus. Ey, wollte ich nur mal gesagt haben. Elmer sieht vom Design her, finde ich, so aus wie Fiona. Fiona hier aus Xenoblade. Findet ihr nicht? Also, nur von ihren Beinen meine ich ja. Von diesem Design von ihren Beinen, finde ich, sieht sehr ähnlich aus wie sie. Armstulpen kann man selbst ausrüsten. also ihre Beine sehen, finde ich, sehr aus wie die von Fiona. Und also dieses merkwürdige Mecha-Design. Und dazu, finde ich, muss ich auch nochmal erwähnen, sie hat High Heels an. Also ich wollte nochmal angemerkt haben, ich glaube, wenn ich hier auf so einem schönen Planeten habe, ich würde keine High Heels anziehen. Aber mal. Trainieren. X. Okay, warte, wir müssen jetzt mal schauen, was wollen wir denn eigentlich trainieren? Die Konterklinge, die Brandgranate, die Weißglut, das Abstauchen, das sind alles Fähigkeiten, die sind neu. Brandgranate würde ich halt gerne trainieren, weil Brandgranate ist super. So, 4 TP. Wuhu! Okay, es läuft. Erste Fähigkeit schon mal trainiert. So, dann hauen wir noch gleich nochmal, weil die Brandgranate ist eigentlich mein Lieblingsskill von denen hier. 36. Nee, okay, ich hätte eigentlich gerne noch einen Nahkampf upgegradet, aber das wird jetzt nicht mehr gehen, oder? Nicht die Konterklinge? Doch, die Konterklinge war das. Ja, können wir auch nochmal upgraden. Okay, gut, dann gehen wir als nächstes hier zu ihr hier. Hm, was hat sie denn? Den Seitenschlag? Schattenstreich. Das hört sich gut an. Ja, so stelle ich mir das vor. Versuchersacht bei Rückangriffen 250 mehr Schaden. Ja, okay. Lassen wir das erstmal so. Dann, ich glaube, sie hat eine Heilung, oder? Aura-Level, mehrfach einsetzbar. Zwillingspistolen, Seitenschlag. Na wohl. Tun wir erstmal den Seitenschlag hier upgraden. Nein, jetzt habe ich den Seitenschlag weggemacht. So. Und was haben wir hier noch? Okay. So. Wir müssen uns, wie gesagt, vorbereiten. Uns wird hier schon angeteasert, dass dieser Titan alles andere als nett sein wird. Deswegen müssen wir hier wirklich alle unsere Skillpunkte, die wir jetzt noch aktuell haben, erstmal raushauen. So, und was können wir noch upgraden hier? Den Klingensturm, würde ich sagen. Ja, das hört sich nett an. So, das reicht auch fürs Erste. Und bei ihr... So, was haben wir denn hier? Die Stärkung? Nee. So, Waffenschaden, wirft Gegner um. Das würde ich sagen, es hört sich super an. Ja, aber sie ist nicht so Nahkämpferin. Okay, da hauen wir nur eins rein, weil wir gehen eher bei ihr auf Fernkampfen, auf die Skills. Das ist natürlich um einiges wichtiger. Obwohl, mit ihrer Gatling, da muss sie einfach nur... Oder was sie da auch immer als Waffe hat, da muss sie eigentlich nur draufhauen und dann fällt eh der Gegner um. So, okay, das war gut. Dann haben wir hier alles upgradet. Gehen wir nochmal in Talente. Ich denke, da werden wir aber noch nichts haben, oder? Doch, haha, ich habe ein Talent. Endlich. Klingt so traurig irgendwie. So. Gut, dann lassen wir das erstmal. Kann ich wechseln? Ja. Dann hier, Vigilanz. Hier haben wir noch kein Talent. Okay. Kann ich das auch trainieren? So. Okay, ich habe keine TP mehr, aber theoretisch könnten wir es auch trainieren. Gut, dann haben wir hier noch Klassen. Ich denke, da bleiben wir bei unserer Klasse. Sind wir auch schon Level 3. Gut, dann speichern wir nochmal, weil wir werden eh sterben. Aber ihr kennt es ja. Ohne probieren kann man eh nichts darauf finden. So, wir müssen jetzt nämlich hier die Sonde aufstellen und dafür müssen wir an dem kleinen Viech hier vorbei. Kann ich das immer nochmal anvisieren? Okay, ja, geil! Es portet mich einfach dahin, dass die Sonne aktiviert wird und auf einmal greift mich das Drecksding an. Geil. Okay. Es ist nur Level 5. Oh, Leute, die Musik. Bewegt Energiefutter. Das Charakter weicht. Ah. Ach so, okay, er dodgt dann so. Gut, das müssen wir uns aufheben, die Fähigkeit. Die ist nämlich ganz cool eigentlich.
Oh, Leute, awesome. So, jetzt gehen wir mal hier ein bisschen näher ran. So, macht man das. Oh, okay, so macht man das nicht. Okay, also bis jetzt ist noch alles im maximalen Harmbereich. Jetzt kriegst du erstmal einen Schuss. Zack, voll ins Gesicht hier. Haha, kein Ding, der war easy. We are awesome. Nice work, Lin. You fought well. You did too. Now let's get down to business and install that data probe. If we stay here for long, there's no telling what other playmates might show up. This beam of light indicates a frontier nav site. It marks the ideal spot to bury the probe. Okay, the probe should be ready for insertion. I'll just boot it up. Thanks, Lin. The top half of the cylinder contains the probe itself. The bottom half is a laser. It dissolves the soil so the probe can burrow to the proper depth. We tried just planting them on the surface at first, but we kept running into problems with the local wildlife damaging the goods. Burying them is going to save us all a lot of time and headaches in the long run. We all set? Yes, ma'am. Whenever you're ready. Why don't you do the honors? You can launch it right from your comm device. Give it a try. Good. Now we just need to give it a minute to reach the target depth. And installation complete. We are now online with a solid connection to Frontier Nav. Excellent. See, at the end of the day, there's really not much to it. The hardest part was calculating the ideal probe locations. We need them spread out evenly to maximize data collection. Yep, planting probes is easy. And the more we plant, the more likely we are to find missing crew. So anytime you see a probe site, there's no excuse not to plant that sucker. That'll do it for your training. Let's head back to the barracks and report to Secretary Nagi. Super, also der Kampf gegen das große Viech hier war jetzt überraschenderweise leicht. Tipp von Lau! Leute, das ist doch Dumban, oder? Also sorry, das sieht doch eindeutig aus wie Dumban. Nur ein bisschen, ja, es könnte sein. Daten sollen installieren. Ich bin Lau, von den Pathfindern. Kleine Einführung in Sachen Sonden. Sobald du einen Knotenpunkt findest, drückst du vor Ort den A-Knopf, um eine Sonde zu installieren. Dein mechanisches Spezialwissen muss stimmen, also schau öfters bei Eleanor vorbei. Wo ist Eleanor? Tipp von Elmar. Vorsicht, Toranen. S-M-L-X-L-X-X-L. Bevor wir zurückgehen und Bericht erstatten, verrate ich dir noch etwas. Eine übermächtige Kreatur wie diese greifen wir gewöhnlich nur im Skell an. Da wir aber eben zu Fuß von einen Tyrann besiegt haben, grenzt an ein Wunder. Sei in Zukunft vorsichtig, okay? Easy peasy. Ihr hättet mir auch so einen kleinen Skell ja geben können. Ich meine halt, ist nur so ein kleiner Satz, ja. Wenn ihr immer so geizig seid, sagt, oh, da muss man ausgebildet sein. Hey, hätte ich jetzt so einen Mekon, dann wär die Welt schon wieder hier voll und in Blüte und wir könnten ja wunderschön leben. Aber wieso hatte ich jetzt hier echt keine Probleme? Das irritiert mich gerade. War das jetzt nur, weil ich meine Waffen hier ein bisschen upgradet habe? Schaut euch mal. Hey Leute, wie awesome sieht denn das aus? Schaut euch an. Das ist eine... Warte mal, ich muss mal ein bisschen... Okay, warte mal. Das machen wir später. Zack. Okay, nicht getroffen. Ist aber wurscht. Was ich sagen wollte ist, das ist eine Armbrust so in einem Zukunftsdesign. Das sieht ja so fantastisch aus. Das sieht echt großartig aus. Also, großes Lob hier schon wieder an das Design von Xenoblade. Muss man ja auch wirklich sagen, war eines der größten Highlights an Xenoblade Chronicles. Was mir auch immer verdammt gut gefallen hat, nämlich, dass wir
Ausrüstung, dass es immer einen optischen Wechsel hat. Also wenn ich hier jetzt hier eine neue Ausrüstung habe, wie ihr jetzt seht, dann haben wir auch, dann sieht man das auch. Also okay, bei den Helmen hat mir das jetzt nicht so gut gefallen, weil man halt das nicht, Gesicht nicht gesehen hat. Das ist jetzt ja auch bei der Lin. Aber ihr seht, jetzt haben wir zum Beispiel hier eine neue Ausrüstung und sofort sieht man das hier. Und das finde ich ehrlich gesagt großartig. Ich finde, in jedem Rollenspiel will ich gefälligst sehen, wie mein Held sich im Laufe des Spiels ändert. Und am Anfang hat er noch so ganz gammelige, langweilige Rüstung und am Ende hat er dann einfach so eine super überportete Rüstung. Und übrigens, ich glaube, das da hinten ist ein Tyrann. Wollen wir den mal angehen, ey Leute, Level 81, easy peasy, oder? Das ist ja schon Level 8er Gegner. Oh, schau dich mal an, was ist denn das? Ach, der greift uns sogar von sich aus an, das ist ätzend. Hat er uns gesehen? Na, ich dachte ernsthaft, er hat uns gesehen. Level 81, schaff mal locker, Leute. Das Level müssen wir uns mal kurz anschauen. Level, ach ja, könnte man den nochmal angehen hier. Junger Grex, okay. Zum Glück ist es noch ein Junge. Aber die Armbrust, die gefällt mir hier. Das ist sehr gut. Okay. Das war schön, der Treffer hier. Locken wir ihn ein bisschen auf uns und dann gehen wir hier auch in den Nahkampf. Zack. Hallo? Achso, wenn Feind anvisiert ist zu... Oh, das müssen wir... Das anvisieren, warte mal. Einfach mit R, oder? So. So wie ich das jetzt verstanden habe, so. Wir Feind um. Das wäre super, wenn das schaffen würde. Aber leider klappt das nicht so. So. Haben wir hier noch ein Wurfgeschoss raus und weg. Ach, so ein kleiner Krieg, der ist auch gar keine Herausforderung. Aber die Armbrust, das ist echt meine... jetzt schon meine absolute Lieblingswaffe. So, Elmer sieht auch cool aus mit ihrem neuen Design. Gefällt mir auch sehr gut. Aber der gefällt mir gar nicht so gut. Die sind jetzt alle so easy, man. Da kaum legt man neue Waffen auf und schon ist das alles kein Ding mehr. Okay, jetzt ist er weg, oder? Jetzt kommt er wahrscheinlich, oder? So. Bam! So. Da hüpfe ich. Also mit R tue ich doch anvisieren, oder? So. Also ich sage mal allen, dass sie da angreifen sollen, aber also wie ich jetzt gescheit anvisiere, verstehe ich jetzt noch nicht. Ich drücke jetzt einfach mal R und ich denke mal, der ist anvisiert. Zack, und jetzt ist er umgehauen. Sehr gut. Das ist Wurfhammer. Mit was macht das eigentlich? Mit dem Sturmgewehr oder mit seiner normalen Waffe? Also mit seiner Nahkampfwaffe. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Egal. Locken wir mal ein bisschen auf uns. Hallo, hallo. Immer die Gegner einzeln angehen, weil ich habe gerade das Gefühl, der lockt mich hier gerade zu seinen anderen Leuten. Das will ich gar nicht. So. Ist ja gar kein Problem, Mann. Das macht schon ganz schön einen großen Unterschied, wenn man hier die Waffen wechselt. Holen wir uns auch mal ein Level 9er. Ach komm, ich würde sagen, das ist dann unsere letzte Prüfung hier. So, das könnte jetzt nochmal eine echte Herausforderung werden. Ich habe schon das Gefühl, dass die stark sind. Komm, wartet und... Zack. Zack, der war schön. Machen wir zur Sicherheit mal eine Abwehrhaltung. Und dann haben wir hier... So. Aber immer halt auch schönes Sturmgewehr hier benutzen, weil das ist echt super. Gut. Zack, man muss hier immer ganz dynamisch wechseln. Das muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Während wir halt bei Xeno halt immer, beim ersten halt immer eine Waffe hatten und halt immer entweder dann erstmal 10 Minuten auf den Gegner hinlaufen können, können wir selbst hier von der Distanz immer, sind wir immer mit im Kampf geschehen, weil man einfach zack und es geht auch so schnell schön dynamisch, also einfach gewechselt und fertig. Ist es da hinten übrigens auch ein Gegner? Diese riesige Pflanze da? Das wäre geil. Das wäre aber auch gleichzeitig ultra hart. So, Level 10, ach, das ist mir schon ein bisschen zu hart. Da würde ich sagen, kehren wir doch mal langsam wieder hier zurück. Ich denke, wir haben auch erstmal fürs Erste hier genug geleistet. So, ach, wir sind ja schon wieder bei 13 Minuten, ne, Leute. Aber mit der Erfahrung, die brauchen wir. Und wir wollen hier auch einsammeln. Und wir wollen uns ja auch ein bisschen hier ins Kampfsystem einarbeiten. Ich vergesse immer, dass wir sprinten können. So, finde ich auch schön, dass es das hier gibt. Und dass ich Bäume hochklettern kann. So, aber wisst ihr, wen ich eigentlich jetzt nochmal gerne bekämpfen würde? Einen von meinen riesigen Monstern hier. Da hätte ich jetzt nochmal richtig Bock drauf, weil ich will mich da eigentlich noch rächen dafür, dass die mich vorher so blamiert haben. Zweimal. Okay. Bist du eigentlich auch ein Tyrann? Das kann sogar gut sein. Bam! Okay, bei dem machen wir immer noch so wenig Schaden. Super. So, schießen.
So, aber jetzt machen wir dem schon gescheit viel Schaden. So. Okay, so können wir dodgen. Oh, warte. Da weicht er aus wie der junge Gott hier. Bam! So, okay, verfehlt. Also, ein bisschen geht, muss man doch immer auf die Distanz hier achten. So. Okay, gut, gut, gut. Zack, und draufhauen, 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 draufhauen. Nee, schau mich mal an, schau mich mal an, okay? Dann gehe ich nämlich mal hier meine Abwehrhaltung. So, und dann schießt man hier mal schön drauf. Kommt langs. Oh, der hat wehgetan. Aber gleich tut dir noch was ein bisschen mehr weh. Hey, haut hier ab von meiner Basis hier. Von meinem New Los Angeles. So. Was ist jetzt? Ich war kurz gefesselt. Das ist ja gar nicht nett. So. Zack, und komm. Geh in die Knie, geh in die Knie. Oh. Was macht er? Ah. Jetzt macht er dem. Ja, ich bin doch. Diesmal bin ich drüber gehüpft, Mann. Jetzt habt ihr es gesehen. Das fand ich nicht nett. Ha! Huh. Also, macht definitiv einen kleinen Unterschied jetzt, wo wir unsere neuen Waffen haben. Jetzt sind wir ja gleich schon Level 9. Ah, okay, aber doch nicht. Warte mal. Da oben, was hätte denn? Boah. Level 10? Holen wir die uns. Ich komme da aber leider nicht hoch. Schade. Ich würde mir gerne Level 10 einen Gegner holen. Also so einen, weil die, also vor diesen Wölfen habe ich da schon Angst, aber vor denen, die können wir schon besiegen. So. Und mein Charakter haut immer so coole Sprüche raus. Das gefällt mir auch gut. So, hallo mein Kleiner. Mein Waldlippix. Lippix heißen die, okay. Lippix ist immer ein Erzfeind in diesem Spiel. Das merke ich schon. Zack, das sind meine Telephias. Telephias waren noch ein Stückchen ätzender. Aber schauen wir mal, wir stehen noch am Anfang, Leute. Da kommen sicher noch sehr schön viele ätzende Gegner. So, was haben wir denn hier? Waffenschaden bei aktiver Aura. Okay, steigert das. Das ist cool. Oh, Leute, war der gut! Jetzt kommt, aus Gesicht. Na, jetzt hättest du noch ein bisschen hauen können, aber das ist schon okay. So, der ist eh gleich down. Flame Grenade! Okay, das war richtig erbärmlich, aber jetzt sind wir rübergesprungen irgendwie. Also, wir müssen unbedingt die Flame Grenade und die Kontergranate müssen wir unbedingt upgraden. Also, die Konterklinge meine ich. Das sind nämlich unsere besten Fähigkeiten. Sehr gut. Und dann macht das so einen Wirbel nach oben. Ach, Leute. Gerade gefällt mir das Spiel. Gerade gefällt mir das gut. Animationen sind super. Der ist... Ist der noch ein Stück größer? Warte mal. Jetzt ziehen wir es nochmal zurück. Versuchen es nochmal. Okay, klappt nicht nochmal. Schade. So. Immer auf die Beine, als ob man es eigentlich von Anfang an konzentriert. Ich weiß, am Kopf machen wir wahrscheinlich... Machen wir deutlich mehr Schaden. Aber wir haben halt den Vorteil, dass er dann kurz immer in die Knie geht. Oh, warte mal. So, das Rising Blade hat gesessen. Oh, warte mal, das Ausweichen-Gag. Immer wenn die Fähigkeiten leuchten, dann will ich die sofort aktivieren. Dabei war das Ausweichen hat sich einfach null Stück gelohnt. So. Komm. Oh, ey, Mann, du managst das so gut einfach. Aua. So, komm. Komm, komm, komm. Dann hauen wir jetzt erstmal den da raus. Der war gut. Zack. Und oh, Leute. Gottlike. Gottlike einfach. So. Gut. Eigentlich würde ich noch gerne Level 9 werden. Wollen wir uns das noch als Ziel setzen? Ich würde sagen, dann können wir auch wieder zurückkehren. Ich nehme hier ein paar von den Lepex mit, weil die kann man jetzt doch ganz locker eigentlich besiegen hier. Level 8. Okay, das könnte mal eine Herausforderung werden. Holen wir uns den und? Ja, komm. Let's get it started. So, genau so sagst du es, mein Freund. So. So, bei dem muss man wirklich eigentlich mehr auf Fernkampf gehen. Das ist wirklich ein Gegner, wo sich der Fernkampf definitiv mehr lohnt als der Nahkampf. Weil wir machen halt da schon echt viel Schaden. So. So. Okay, ich gehe doch lieber ein bisschen auf Distanz, weil der macht mir doch ein bisschen zu viel Schaden. Ach komm! Ich bin drüber gehüpft. So. Alles wieder gut, Mädels. Hey, was war denn das? Was war das? Ernsthaft? So, ich mache jetzt meinen Hüpfer, wenn er wiederkommt. So, wenn er den Move nochmal macht. So, dann haben wir erstmal hier die Granate wieder raus. Zack, das macht schön viel Schaden, auch wenn er dagegen resistent ist. Dodge! Wie geil! Man kann nur mit ernsthaft ausweichen. Das ist awesome!
Okay, die Attacke wird uns wahrscheinlich wirklich noch gut helfen hier. So, Lin ist aber gleich tot. Das ist gar nicht gut. So. Der war schön eigentlich. Der war okay zumindest. Greift uns da. Was? Noch einer greift uns an? Nein. Okay, das macht die Sache doch ein bisschen schwerer. Das macht die Sache sogar richtig schwer. Ich will mir nur einen von denen holen. Zwei von denen. Ah, ja, und sie greift auch noch mich an. Okay, das ist unser Tod. Das ist trotzdem unser Tod. Da haben wir keine Chance. Komm, ich will nur einen. Ich will nur den besiegen. Oh, der eine ist down. Wollen wir jetzt noch Risiko eingehen und den anderen noch angreifen? Das ist aber schon Sisyphus Arbeit jetzt. Aber ey, man managt es schon, oder? Wenn sie jemand schaffen kann, dann sie. Die macht eh. Ich glaube. Irgendwie habe ich das Gefühl, Elmer wird irgendwann mal uns verlassen, weil Elmer einfach zu überpowered ist. Das erinnert mich an Phantasy Star 4. Da gibt's ja, wie heißt die nochmal? Ach, ich weiß es leider nicht, es tut mir fast leid. Da gibt's am Anfang des Spiels so eine super coole Charakter, May, glaube ich, oder so hieß sie, mit so Katzenklingen, die immer so awesome war und auch zweimal mal so angreifen könnte. Das war halt so ein rundenbasiertes Spiel. Und irgendwann im Spiel, Spoiler, hat, gesagt, Spoiler wäre einfach nicht. Einfach, sie hat die Party halt verlassen. Hallo, du sollst weiter den angreifen, okay? Dann kümmern wir uns erst um den und dann gehen wir auf die Kleinen. Bin ausgewichen! Nahkampf, Leute, los. Okay, du sagst Nahkampfmädel, dann hau ich. Okay, jetzt ist schon wieder zu spät. Whoop! Ich wollte den Nahkampf. Also, wir müssen immer schön drauf achten, was unsere Charaktere hier auch sagen. So, komm. So! Awesome! Sind wir jetzt Level 9? Ganz knapp sind wir noch nicht. Hey, die hat es auch geschafft, diese merkwürdigen Spinnenviecher zu besiegen. Sie ist so großartig, Mann. Definitiv schon mein Lieblingscharakter in dem Spiel. Oh, ein Level 10er. Nee. Okay, das ist mir schon zu hart. Gut. Ich will nur noch kurz auf Level 9 kommen und dann können wir auch wieder zurück in die Stadt. Wie gesagt, ich will am Anfang hier wirklich schön viel Erfahrung. Eigentlich werden wir das wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels durchziehen, wahrscheinlich. Okay, ich sehe jetzt hier keine Gegner mehr. Dann werden wir uns doch jetzt, oder? Ist da noch eine? Ah, da ist noch eine gespawnt. Level 6. Ja, easy, Mann. Ich will das wirklich bis zum Ende des Spiels durchziehen, dass ich halt nicht wieder dann am Ende des Spiels dastehe und sage, oh, ich müsste jetzt noch 30 Stunden grinden und habe sowas von keinen Bock. Und deswegen würde ich eigentlich das gerne eigentlich immer so durchziehen, dass wir wirklich halt wirklich immer die Parts natürlich immer so storymäßiges machen, aber auch halt hier immer ein bisschen erkunden und halt besonders halt immer sehr viel Gegner zusammenklatschen. Das ist halt für mich immer das Wichtigste. Zack, komm ey, das machen wir zusammen, oder hier? So. Die Attacke sieht großartig aus. Zack! Das ist mein Lieblingsmove in dem Spiel. Kann ich glaube ich auch schon mal sagen. Der ist ja halt auch sogar richtig effektiv. Das ist ja das Beste an der ganzen Sache. So, kurz mal die Abwehrhaltung. Und dann managen wir das. Komm, und dann würde ich sagen, sind wir auch hier damit. Habe ich es mir verdient, Level 9 zu sein? Es könnte knapp werden. Ich glaube eher nicht, aber. Bam und weg. Gliedmaßen in Maßen. So, sind wir Level 9? Bitte. Ich sehe es nicht. Es wird nicht eingeblendet. Zu viele Achievements. Egal, das war jetzt der letzte Kampf. Komm, Leute. Es wird aber nicht. Ah, doch, Level 9. Ha, sehr gut. Wir sind Level 9, Aimer ist Level 9 und Lin ist Level 8. Ich denke, damit kann man auch zufrieden sein. Und ziehen uns jetzt erstmal zurück hier. Wir haben unsere erste Aufgabe erfolgreich erfüllt. Abgesehen davon, dass ich glaube, wir schon viermal gestorben sind. Nicht so gut. Aber den Tyrannen, da haben wir mit 3 Heben besiegt. Das ist gut. Wir müssen immer mindestens so 5 bis 10 Level über dem Level des Gegners sein. Das ist das Ziel. Ich sag bloß, das. Wie heißt die Nummer? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nur an den schlimmsten Fight überhaupt in allen Spielen. Und das war nicht Sensor, das war nämlich diese merkwürdige Tante da in dieser Giftpump aus. Auch aus Xenoblade Chronicles. Oh, Leute, wie er hüpft! Rocket Jump hier. Okay, erstattet dem Verteidigungsminister Nagi. Okay. Ja, Blake von dir. Diese, ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Lore 4, glaube ich, müsste es sein. Diese Giftpumpe, die sich dann mit der Telefia verbindet. Oh, Leute.
Und da aus der Sache habe ich gelernt, dass ich immer mindestens 10 Level über allem sein muss, was die Gegner auf mich zuwerfen. Woo! Schau dich mal an, wie man läuft, wie man da hüpft. Woo! Tja, das erinnert mich voll an Dings an. Ein Superhelden hier. Awesome. Commander Vandam. Well, now look what the cat dragged in. Sorry we missed you last time. We could have come to meet you at HQ, you know. Indeed. I suggested as much. Twice. And we know how much I enjoy being told what to do. Anyway, I hear you tangled with a tyrant, way out of your league, on a training mission, no less. That was reckless, and goddamn magnificent.